Software Battle, wir treten sie an. Grüß dich, Dirk. Hallo Martin. Na, letzte Folge jetzt. Letzte Folge jetzt wird spannend, weil wir wollen ja nicht auch wissen, was der ganze Spaß kostet und wie viel Euro ist, oder? Auf jeden Fall. Ja. Gucken wir uns nochmal die fünf Anbieter an. Und zwar haben wir Faktorial. Wir haben Deal. Perbit. Wir haben Amply. Und Guidecom. Und jetzt geht es darum, dass wir wissen wollen, wenn ihr es euch für ein solches Paket entschieden habt, für einen solchen Anbieter, wie sieht die Einführung aus? Wie lange dauert das? Was kostet das? Ja, genau. Was kostet der ganze Spaß? Also wir haben jetzt hier praktisch alles durch. Also ihr wisst, was besonders ist. Ihr kennt die gesamten Aufbau der Software. Und jetzt geht es um Supportmodell, Projektmanagement und Preismodell. Mhm. Und das sind so die Fragen, die wir allen mitgegeben haben. Mal gucken, ob die alle beantworten können. Und ansonsten gibt es hier einen QR-Code übrigens, wenn ihr die Antworten nicht alle rausliest oder ihr braucht ein spezielles Angebot für euch, dann bitte den QR-Code nutzen, der auch abgebildet ist bei den verschiedenen Anbietern. Geht da rein, nimmt mit dem Vertrieb auch Kontakt auf. Genau. Aber das sind jetzt mal die Fragen. Naja, das ist ganz klar. Ne? Wie sieht die Einführung aus? Wie läuft es ab? Gibt es einen Musterprojektplan, damit man mal ein Gefühl dafür bekommt, wie lange das dauern kann? Ja. Oder wie sieht das Projektmanagement aus? Welche Unterstützung kommt vom Hersteller? Was muss ich selbst leisten? Wie kann das kombiniert werden? Was passiert nach Go Live? Auch ganz wichtig. Wie geht es denn dann weiter mit Support-Anfragen, mit Dingen, die man nochmal erklärt bekommen muss oder Dinge, die nicht so richtig funktionieren, wenn man sich das dann doch vorgestellt hat? Und was kostet es? Ganz klar, Geld ist immer ein Thema noch. Ja, und das ist halt die Frage, wie genau kann man das sagen, weil man kennt jetzt eure Anforderungen nicht, aber man kann so eine Indikation geben, wie man sowas berechnet. Ist es ein Volumenmodell, sind verschiedene Lizenzen mit dabei? Und vielleicht nur einen Satz dazu zu den Aufwänden zum Projektmanagement. Viele Anbieter sagen, also einige nicht viele, aber einige sagen, du hast gar keinen Aufwand damit. Wir stellen aber fest, dass sehr viel beim Kunden bleibt. Und gerade je preiswerter in Anführungszeichen ich einkaufe, je weniger Leistung ich einkaufe, also diese Dienstleistungen werden runtergerechnet über Videofilme möglicherweise, umso mehr bleibt bei mir hängen. Ja, also man muss sich ja so ein bisschen Gedanken machen, was sind meine tatsächlichen Aufwendungen dort. Und wir haben bei den Projekten teilweise eine Relation zwischen 1 zu 3 bis 1 zu 10. Also ein Tag des Anbieters, 3 Tage, die ich investieren muss, bis zu 10 Tagen, die ich investieren muss für einen Projekttag des Anbieters, weil der einfach sagt, hier ist ein Video, hier ist ein Dokument, lies mal, probier mal und ich guck mal später, ob es richtig ist. Aber sprichst du jetzt nur von Zeit, ne? Das kostet dann auch Geld. Also wenn ich dann interne Ressourcen freistellen muss, dass ich das machen zwischen einem 3-Tage-Paket und einem 10-Tage-Paket, dann habe ich ja manchmal auch noch ein Kostenthema verbunden. Absolut, es gibt ja noch andere Sachen, die Leute tun müssen. Ja, und man darf nicht vergessen, also was wir hier gesehen haben, sind Demosysteme, sind halt vorbereitet, sind halt perfekt orchestriert, wenn man so will. Das sieht alles richtig fluffig und gut aus, was es ja auch ist. Also die Softwarepakete sind gut, nur der Weg dahin, da hat man auch dann die Unterschiede, die man vielleicht hier gar nicht so gesehen hat. Also wenn ihr da sagt, ihr habt da Bedarf an einer Beratung und ihr habt das alles gesehen, aber wollt trotzdem mit Experten wie Martin und mir nochmal sprechen, dann tut das. Einfach melden. Genau, und jetzt geht's los. Wer ist heute der Erste, der das alles vorstellt? Heute sind wir bei Amply. Amply. Dann Feuer frei. Amply. Software Battle, wir treten Sie an. So, letzter Punkt. Projektmanagement. Preismodell, Supportmodell, da wollen wir natürlich auch ein paar Worte zu verlieren. Und da habe ich hier wieder ein eigenes kleines Dashboard angelegt, wo wir mal einerseits über die Produktpakete sprechen und natürlich auch über die Implementierung. Beginnen wir mal beim ersten Punkt. Ich klicke das hier mal an und dann wird sich hoffentlich gleich mein Dokument hier öffnen. Ich zoome da mal ein bisschen rein, damit wir es auch gut erkennen können. Also, wir haben hier natürlich unterschiedliche Produktpakete. Das heißt, es gibt definitiv Preisvorteile, wenn man eben gleich mehrere Module auf einmal bucht. Man sieht hier Get Started, das geht dann los mit dem Mitarbeitermodul Rekrutierung und Onboarding. Dann Next Level wäre nochmal die Zubuchung vom Feedback-Modul und der Full Circle, der ist sozusagen mit dem Learning-Modul abgedeckt. Cross-Funktionalitäten hat man immer. Das ist dann DSGVO beispielsweise, ausgewählte Integration, die API, alles immer im Standard mit dabei. So, und jetzt ist natürlich die Preis-Range sehr, sehr breit gefächert. Wir haben da in der Regel 2 Treiber. Einmal eben die Module und auf der anderen Seite die Anzahl der Mitarbeiter. So, jetzt muss man sich natürlich in der Regel die Kundensituation im Detail anschauen. Aber ich sage mal, wenn man sich jetzt nur für das
Recruiting-Module interessiert. Nehmen wir jetzt mal die Pakete außen vor. Wir wollen natürlich auch mit Unternehmen zusammenarbeiten, die jetzt sagen, mein immediate need ist jetzt tatsächlich nur das Recruiting, vielleicht irgendwann später noch was anderes. Dann ist für dieses Einzelmodul bei einer bestimmten Anzahl Mitarbeiter eben gehen halt Preise los von 1,86 € pro Mitarbeiter pro Monat. Wie gesagt, nur ein einzelnes Modul. Und dann, wenn man über den Full Circle nachdenkt, dann denken wir eben an Preise ab 8,46 € pro User pro Monat. Wie gesagt, je größer, desto attraktivere Preise. Und hinzu kommt natürlich nochmal eine einmalige Fee Richtung Implementierung. Die wird, ich sage mal, teurer, je mehr Module man sich am Ende bucht. Und da müsste man halt im Detail mal ins Gespräch gehen und schauen, wie die aktuelle Situation eben aussieht. Apropos Implementierung, das bringt mich jetzt eben zum zweiten Punkt. Ich klicke mich ja mal wieder zurück und öffne mein zweites Dokument. Da habe ich hier immer einen kleinen Demo-Projektplan mitgebracht, der einfach noch einmal das, ich sag mal, erklären soll, oder möchte ich daran erklären, wie es funktioniert. Wir nutzen einen konkreten Coaching-Ansatz. Ich denke, das ist weit verbreitet, dass man eben zunächst mal die Administratoren ausbildet in den verschiedenen Disziplinen. Anschließend gibt es Hausaufgaben, wie in der Schule, und dann wird eben nachgeschaut, hat das geklappt, hat es nicht geklappt, müssen wir nachbereiten. So, und das heißt, wenn wir jetzt mal an dieses Full Circle denken, also alles wird mitgebucht, dann haben wir vielleicht ein finales Gespräch am 31.3., beginnen den Kickoff im April und sind dann im Juni fertig. Das heißt, dann ist alles eingerichtet, dann ist das eine Lösung, die man launchen kann. Das ist sozusagen dann der Anführungszeichen Liefertermin Juni, also April, Mai, Juni. Das ist so 3 bis 4 Monate, kann man rechnen, dann ist es alles fertig. Muss natürlich auch immer die Kapazitäten auf Kundenseite, ich sag mal, wertschätzen. Also wenn das gegeben ist, dann kann das funktionieren und das ist auch eine realistische Timeline. Und da sieht man eben so einen Projektplan, den verfolgen wir, ist auch erprobt, haben wir in vielen Projekten auch genauso umgesetzt. Und das Ziel ist es natürlich dann, dass die Power-User auch ermächtigt werden dazu, dann auch ihre eigenen Mitarbeiter weiter auch zu schulen, also dass das sozusagen dann auch keinen erweiterten Kostenfaktor darstellt, weil es eine intuitive Lösung ist, die einfach auch relativ schnell verstanden ist, die man auch einen guten Gewissens einem Mitarbeiter auch dann zeigen kann. Software Battle, wir treten Sie an. So, jetzt zeige ich euch erstmal was zu unserem Pricing, unsere allerletzte Folge. Und zwar bin ich hier auf unserer generellen Faktorial Homepage. Hier seht ihr, was wir euch natürlich zu bieten haben. Und wenn ich jetzt auf Preise klicke, dann seht ihr, wir bei Faktorial, wir wollen das ganz ja, sehr so transparent wie möglich gestalten, ne? Damit ihr wirklich wisst, was als Kunden auf euch zukommen. Hier könnt ihr die verschiedenen Hubs zusammen euch einfach anschauen, was drin ist mit Business und Enterprise. Das sind die verschiedenen Pläne, quasi was in Business wirklich vorhanden ist oder Enterprise. Und ihr könnt euch auch Pakete zusammenstellen. Für uns ist es nämlich sehr wichtig, dass der Kunde nur das wirklich zahlt, was er auch in Anspruch nimmt. Und wir vergeben die Lizenzen pro Mitarbeiter. Also das heißt pro Seat. Das gibt keine Eingrenzung bei uns an Zahlen. Das heißt, wenn euer Unternehmen zum Beispiel mit 100 Mitarbeitern angefangen hat, ihr aber einen jährlichen Plan habt und ihr im Februar auf einmal 110 Mitarbeiter habt, das ist überhaupt kein Problem. Diese 10 werden euch dann ab Februar einfach dazugerechnet. Es gibt auch keine Eingrenzung sonst. Das Einzige, was wir haben, ist ein Minimum von 10 Mitarbeitern. Wir haben ein sehr faires und deswegen auch attraktives Preismodell. Wenn ich ein bisschen hier runterscrolle, seht ihr eben, ihr könnt euch das Modul hier hinzufügen und könnt sagen, ob ihr die Business- oder die Enterprise-Variante haben wollt. Generell haben wir eine Range von 4 bis 16 € pro Mitarbeiter, wobei im Dachmarkt die Range der Preise pro Mitarbeiter zwischen 9 und 10 € liegen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, stehen wir euch natürlich immer sehr gerne zur Verfügung, sowohl Sales im Salesgespräch als auch danach der Mitarbeiter und beziehungsweise ich als Account Managerin. Wenn ihr noch irgendwas extra dazu buchen wollt, das kann natürlich auch im Onboarding schon klar sein. Das heißt, wir haben eine extra Onboarding-Spezialistin für jeden von unseren Kunden. Dazu habe ich meine wunderbare Maria mir mal ausgesucht, meine Account Managerin Pia. Und wenn wir uns dann alle kennenlernen, mit dem Kunden auch, dann
Das heißt, ein Handover von Sales an Onboarding-Spezialisten und Account Manager gleichzeitig gemacht wird, gehen wir eine Checkliste mit dem Kunden durch und schauen erstmal, gut, was sind denn die Wünsche, denn dieses Onboarding wird individuell angepasst auf das Paket natürlich vom Kunden, das gebuchte, aber auch mit was der Kunde wirklich anfangen möchte. Wir haben uns schon ein bisschen was zusammengestellt, indem wir sagen, eine To-Do-Liste ist hier mit unseren Aufgaben beziehungsweise wie wir wirklich vorgehen bei dem Onboarding und hier auch eine Checkliste. Nochmal, das können wir aber natürlich individuell auf die Wünsche des Kunden, ne, anpassen. Das Wichtige ist hier, dass wir euch somit einfach eine Aufgabenliste mitgeben können, quasi Hausaufgaben, die ihr dann vor jedem Onboarding machen müsst, damit bei euch das Onboarding erfolgreich und möglichst zügig durchgezogen werden kann. So, und wenn unsere Kunden dann durch ein erfolgreiches Onboarding mehr Erfahrung mit der Plattform haben, dann ist natürlich das Ziel, dass ihr online geht, damit auch irgendwann eure ganzen Mitarbeiter die tollen Funktionen der Plattform nutzen könnt. Damit wir euch auch da weiter unterstützen, also das heißt, nach dem Onboarding-Prozess gibt es für jeden Kunden einen individuellen Account Manager. Hier seht ihr mich zum Beispiel oder einen meiner anderen Kollegen. Generell handle ich das mit meinen Kunden so, nach den Bedürfnissen entsprechend können wir wöchentlich am Anfang oder zweiwöchentlich ein Meeting halten. Ich bin selbstverständlich per E-Mail oder per Telefon auch erreichbar. Und was uns von unseren Marktbegleitern abhebt, ist eine sehr enge Kundenbetreuung. Denn uns ist es am wichtigsten, vor allem mir als Account Managerin, dass ihr euch auch wohl mit dem Produkt fühlt und euch gut auskennt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch in Zukunft begleiten darf. Und viel Spaß schon mal beim Ausprobieren. Software Battle, wir treten Sie an. Der Marco nochmal, hi. Wie sieht denn eigentlich die Einführung aus von unserer Software? Ja, wie ist das Preismodell? Wie ist das Supportmodell? Wie unterstützen wir euch auch beim Go Live? Am Ende des Prozesses mit eurem, ja, Lieblingsvertriebsansprechpartner, sage ich mal, würden wir einen Kickoff starten, wo wir uns im Projektteam zusammenfinden. Das heißt, eure Ansprechpartner auch schon, technische Ansprechpartner, fachliche Ansprechpartner, und würden einmal über die kompletten Anforderungen, über die kompletten Themen schauen, was ist denn jetzt eigentlich zu tun. Ja, das heißt, wir nehmen euch Schritt für Schritt mit, das Ganze aber natürlich auch ganz individuell nach euren Vorstellungen, erstellen mit euch den Projektplan zusammen, wie sind die einzelnen Schritte, gliedern das auch in eine Timeline und gehen dann sukzessive, sage ich mal, von Termin zu Termin. Ja, ihr bekommt einen eigenen Ansprechpartner, einen Projektleiter, der euch während der gesamten Go-Lives und auch noch danach zur Verfügung steht, der allein für euch zuständig ist, den ihr mit allen, ja, Themen, Fragen, Wünschen, Anregungen belasten könnt und euch letztendlich auch bis zum letzten Klick begleitet. Unser Supportmodell ist rein deutschsprachig. Das heißt, wir haben verschiedene Varianten per Telefon, per Mail, per Ticket. Da seid ihr komplett flexibel. Das Ganze gibt es natürlich auch in einem Gesamtpaket, sodass ihr dort ja sehr frei seid und flexibel und als Beispiel nicht für jede Anfrage nochmal irgendwo Kosten anfallen. Wie wird MyHR verrechnet? Wir planen nach aktiven Personalakten. Also wir hatten die Personalakten gesehen im System. Alles, was laufend ist, wird berechnet mit einem Preis, der sich ja zusammensetzt, je nachdem, welche Module man dort im Einsatz hat. Ja, grundsätzlich reden wir von zwei Varianten, einer Basisvariante mit allen Grundfunktionalitäten und einer Extended-Version, wo wir dann auch die Themen mit Zeiterfassung, Gehaltsvorbereitung dabei haben. Das Schöne, wie gesagt, wirklich nur aktive Personalprofile, ausgeschiedene Mitarbeiter werden nicht berechnet. Mehr zu den Preisen erfahrt ihr natürlich auch auf unserer Homepage perbit.com, perbit.de. Geht beides unter dem Thema Preise. Ansonsten nimmt natürlich auch sehr gerne Kontakt mit uns auf über die Website, über soziale Medien, gerne auch mich direkt, wenn ihr weitere Fragen zu uns habt. Software Battle, wir treten Sie an. Philipp hier von Deal, letzte Folge Projektmanagement, Support und Preismodell. Wenn Sie Interesse haben, ist bei uns der typische Ablauf eines Projektplans so, dass wir am Anfang uns einmal kennenlernen, einen Call machen und aufsetzen, was ist die jetzige Situation, einmal gucken, was ist an Bedarf beim Kunden da, dann über
wird der Account erstellt auf der Deal-Plattform. Der Kunde kann das alles, das System schon vorher ausprobieren, dass ein Look and Feel bekommen, also nicht nur die Demo einmal sehen im Vorfeld, sondern auch schon richtig Zugang zum Live-System bekommen. Dann ist der nächste Schritt eine kommerzielle Verhandlung. Das heißt, es werden der Projektplan, der Bedarf der Produkte wird aufgesetzt. Dann wird dazu ein passendes Angebot gemacht. Parallel können natürlich auch schon die Verträge geprüft werden, um denn dann mit Deal zusammenzuarbeiten. Hat man sich da geeinigt, gibt es dann einen Onboarding-Call, wo der Onboarding-Manager von Deal zur Verfügung gestellt wird, der denn dann die Plattform mit dem Kunden zusammen so einrichtet, dass wir dann Richtung Go-Live-Date alles vorbereitet haben. Normalerweise, wie man im Totalen hier sieht, haben wir 60 bis 90 Tage Onboarding-Zeit hier bis zum Go-Live. Was für einen Support kann man erwarten? Unterschiedlichste Wege, wie man uns erreicht und unterschiedliche Zeitpläne, wann wir antworten. Das heißt, unsere Kunden kriegen über unseren Chat eine Durchschnittsantwort in 1,25 Minuten. Die Customer Success Manager antworten allerspätestens innerhalb von einem Tag. Und wir haben über die Plattform, aber auch über Telefon, Videocall oder E-Mail die Möglichkeit, manche Kunden auch mit gemeinsamen Slack-Channels. Wir versuchen da die Bedürfnisse des Kunden so zu treffen, dass wir alle Anfragen so schnell wie möglich beantworten. Wie wird ein Angebot zusammengesetzt? Hatte ich gerade schon ein paar Sachen zu gesagt. Im ersten Schritt wird ein Projektscope aufgesetzt. Das heißt, man guckt, wie viele Mitarbeiter in welchen Ländern hat man da als Bedarf, welche Produkte, nur HR, Payroll oder nur die Finanzprodukte. Dann setzt sich das Angebot, ist immer ganz wichtig, der Bereich, die Laufzeit und natürlich, wie lang ist der Projektplan, wann können wir mit einer Unterschrift rechnen. Das heißt, wir passen unsere Angebote immer an den Kunden an. Die Listenpreise sind bei uns auf der Homepage veröffentlicht, aber natürlich passen wir die Angebote dann an Bedarf für den Kunden so an, dass er am Ende das auch nur bezahlt, was er denn dann auch wirklich braucht. So, das war nun Folge 10. Philipp Krogmann von Deal, es hat mich sehr gefreut, Sie hier durchzuführen und mit Ihnen einmal einen kleinen Einblick in die Plattform zu bekommen. Wenn Sie mehr wissen wollen, wir stehen jederzeit gerne zur Verfügung, freuen uns auf Ihre Anfrage und werden dann auch Ihre Fragen beantworten und Ihnen natürlich sehr gerne auch ein individuelles Angebot zur Verfügung stellen. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe Ihnen auch. Bis bald. Software Battle, wir treten Sie an. So, zur abschließenden Folge unterhalten wir uns heute über das Thema, wie sieht denn ein Projekt mit der GuideCom aus? Und wie könnte man das Ganze denn gemeinsam auf den Weg bringen? Generell gilt, wir haben natürlich von bis Projektspannen mit einzelnen Apps, aber eben auch Module, große Projekte, wo man 10 Module in einer entsprechenden Schrittweite einführt. Wir definieren gemeinsam mit unseren Kunden einmal, in welcher Schrittweite und mit welchen Apps gehen wir hier an den Start gemeinsam. Und man sieht hier, so einen Evolutionsschritt kriegt man in 6 bis 12 Monaten umgesetzt. Was ist ein Evolutionsschritt? Gucken wir uns gleich nochmal an, aber das ist ein Cluster aus bis zu 6 Apps, die man da an den Start bringt. Und in der Regel braucht eine einzelne App so 3 bis, je nach Komplexität und Größe der Organisation, 3 bis 5 Monate von Kickoff bis alles ist durchgetestet und wir sind mit ihrem Nutzungskonzept live. Wir haben auch schon Apps in 3 Wochen eingeführt, aber es geht ja auch immer daher, was gilt es noch intern abzustimmen und auch die passenden Ressourcen im Tagesgeschäft und neben dem Tagesgeschäft abzustellen. Deswegen versuchen wir da auch immer, den Kunden so zu unterstützen, dass er sich vielleicht auch in seiner Organisation nicht gleichzeitig überhebt. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig an der Stelle. Da sind wir auch guter Wegbegleiter. Und ich habe jetzt mal hier rausgeschält, was könnte denn so ein Evolutionsschritt sein, den man sich so in 6 bis 12 Monaten erschließt. Da sieht man jetzt hier den Sextant, den wir kennengelernt haben, Service-Prozesse, das Thema Bewerbermanagement und Analytics und so ein
Möglicher Projektplan könnte eben so aussehen, von der technischen Anbindung, der Anbindung der Payroll bis hin zum Go-Live sämtlicher Apps. Generell ist jedes einzelne App mit einem Teilprojekt unterwegs. Da sieht man jetzt hier auch nochmal, wie gehen wir davor. Von der initialen Abstimmung des Nutzungskonzepts bis zum Kickoff kommen wir mit unseren Standardprozessen schon in der Regel mit so einer 80% fertigen Lösung voll eingerichtet zum Kunden und stimmen dann innerhalb der nächsten Wochen in Regelterminen das Feinkonzept ab, testen das, und wenn der Kunde sich dann wohl mit der Lösung fühlt, dann gehen wir live. Ich habe hier mal auch einen Querschnitt unserer Experten mitgebracht, die die Lösung einführen. Und ich hatte es schon in der Vorgängerfolge gesagt, wir verfügen da über wahnsinnig viel fachliche Kompetenz und Erfahrung, gerade auch im Bereich unserer Projektleiter und Multiprojektleiter, die mit den Kunden eben damit auch mit dem Know-how aus dem Personalbereich eine Sprache sprechen und gemeinsam gut an einem Strang ziehen können. Natürlich ist uns nicht nur im Rahmen des Projektes, sondern auch in der Bestandskundenbetreuung das Thema Service und Customer Excellence sehr, sehr wichtig. Deswegen unterstützen wir unsere Kunden darüber hinaus und gerade auch Kunden, die viele Apps im Einsatz haben, mit einem zentralen Ansprechpartner im Servicebereich. Und wenn wir einmal auch auf die Preis- und Kostenstruktur und das Service- und Dienstleistungspaket gucken, dann ist das immer das Rundum-Sorglos-Paket, mit dem wir mit unseren Kunden an den Start gehen. Es gibt zwei Blöcke. Einmal gibt es die initiale Projektdienstleistung. Also wir gehen mit dem Kunden hin und stimmen ein Zielbild ab. Der kriegt nicht nur eine Software als leeren Rohbau hingestellt, sondern wir liefern schlüsselfertig. Und da ist sozusagen alles von Projektmanagement, Coaching, Schnittstellen, Anbindung bis zur Einrichtung der Software enthalten im einmaligen Projektpreis. Und gleichzeitig gibt es noch die laufenden Kosten für die Anwendungen. Da sieht man hier, was ist da enthalten. Das Nutzungsrecht für sämtliche Anwender, also Mitarbeiter, Führungskräfte, zentralen Bereich, der Betrieb der Software in der Cloud, Wartung, Support, Updates, Weiterentwicklung, alles dabei. Und die Abhängigkeit, das Volumen, das bestimmt sich immer aus der Gesamthausgröße der Mitarbeitenden, den jeweiligen Apps, und dann guckt man eben innerhalb der Apps, gibt es nochmal einzelne Funktionsbereiche, die man dazu oder nicht dazu buchen kann, je nachdem, wie man es eben braucht, sodass man ganz individuell genau mit den passenden Lösungen am Start ist. Wir haben es Martin, geschafft. wir haben es geschafft. Vielen Super. Dank, das war eine coole Geschichte. 10 Folgen In der Staffel 2. in der Staffel 2. Das ist schon Wahnsinn. Die 5 Anbieter haben jetzt alle performt. Es war wirklich toll, oder? Ganz viele Informationen, ganz viel Know-how, sehr transparent, alles vergleichbar, also perfekt. Und wenn man nochmal nachschauen will, ihr könnt ja auf unserem YouTube-Kanal, da gibt es eine Playlist, da sind alle Folgen nochmal drin. Die könnt ihr auch zu jeder Zeit auch weiterleiten, intern nutzen, um euch selbst mit dem Thema zu beschäftigen. Vielleicht auch eine Vorbereitung zur Softwareauswahl, wenn ihr so einen Anbieter habt und sagt, ich will mal gucken, was der alle so drauf hat, und habt im Vorfeld diese Staffeln gesehen, dann könnt ihr ganz andere Fragen stellen. Genau, dafür haben wir das gemacht. Und das bleibt ja in YouTube jederzeit einsehbar. Genau, und zwar alles ging da praktisch am 5. Juli los, bin dann jeden Freitag eine Folge. Das heißt, ihr habt einige Monate, 3 Monate Zeit, euch da vorzubereiten. Und die dritte Staffel, wie gesagt, da klopfen schon wieder viele an bei uns. Ob wir dieses Jahr das noch schaffen, weiß ich gar nicht. Aber die scharren mit den Hufen. Mal gucken. Aber erstmal vielen Dank für eure Teilnahme der zweiten Staffel. Ich sag mal, Fortsetzung folgt. Fortsetzung Bestimmt. folgt. In diesem Sinne. Ansonsten nehmt mit uns beiden Kontakt auf. Es gibt noch ganz viel zu erzählen, was hier nicht drin ist. Aber die Erzählung, die geht dann persönlich weiter. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Software Battle, wir treten Sie an.